Servus, meine lieben World of Tanks Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Gameplay-Runde. Ja, mit dabei ist natürlich auch heute wieder meine Freundin, die Frau Lady. Servus. Hallo. Und der Zuschauer General Cry DNGRS. Ich hoffe, das war irgendwie so richtig. Ich hoffe, doch irgendwie. Ja, wir sehen können, wir spielen schon T4 mit unseren beiden Busfahrern oder Busschüsseln. Ich weiß nicht, wie man das im Forum nennt. Ich glaube, irgendwie haben sie mal gesagt, T28 wäre irgendwie so ein Bus oder sowas im Krieg, weil das so lang ist und irgendwie so massiv. Ja, und der General Cry, der spielt den Hetzer. Auch ein schönes Ding. Und wir sind ganz unten, das ist nicht schön. Na, passt schon. Ja, kriegt man schon den auf Himmelsdorf, oh Gott. Ich hasse dieses Dorf, ich hasse Dörfer allgemein, ja. Weil die so verwinkelt sind, und die ganzen Häuser, man kann sich überhaupt nicht richtig verstecken. Das Ding ist ja, wir haben diesen lahmarschigen Panzer und der, Oh, weia, das kann was werden. Okay, General Cry, der ist ja ein Jagdpanzer, das heißt, er stellt sich irgendwo hin und kämpft. Und du bist da vorne. Okay, ich komm mal zu dir, ja? Wir fahren mal. Wobei, wir können ja auch mit dem Jagdpanzer zusammenfahren. Nee, das bringt ja uns aber nichts. Weiß ich nicht. Vielleicht freut er sich der ja. Der ist auch gar nicht so langsam, ist er doch gar nicht. Die Fünfer sind doch erst so richtig scheiße langsam. Okay, dann habe ich eine falsche Erinnerung. Aber er war ja am Anfang so langsam, bevor wir den anderen Motor eingebaut haben. Ja, aber für mich ist er eigentlich relativ schnell, finde ich jetzt. Alter, ist der bescheuert, oder was? What the fuck? Was passiert? Ja, wer hat mich angeschossen, Idiot? Achso. Der kam nicht vorbei und ja, hat mich angeschossen. Oh Mann, ey. Da ist der Gegner schon platt. Ja, mein Panzer ist selbst schon kaputt. Sehr schön, geh mal vor. Ach komm, wir bleiben einfach mir stehen. Hier wird schon irgendwann vorbeikommen. Ach guck mal, hier ist sogar der General. General mit seinem Hetzer. Komm, ich trau mich mal nach vorne. Komm mit. Auch nicht so weit vorne. Sonst schieße ich ihn in die Seite rein. Ist auch nicht so gut. Ich bin relativ schnell den kleinen, den großen hier. Ich hätte immer irgendwie langsam in Erinnerung. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, ich habe schlecht geträumt damals. Glaube ich auch, weil ich finde eigentlich relativ schnell. Ist ein Panzer da vorne? Die Dinger? Nee, irgendwie nicht. Nee, die sind dahinter. Ach, da war einer, hast du gesehen? Ja, aber den triffst du so nicht. Das war sehr, sehr knapp. Oh, jetzt könnte ich ihn treffen. Warte mal, wenn er jetzt zurückfährt. Komm. Oh! Nee. Oh mein Gott. Artillerie meinst du? Nee. Hier, ich bleib lieber hier. So, wir sind in unserem Haus. Aber so wegen der Artillerie jetzt und nicht, dass sie auf dich schießt. Ja, ich hab mich gut bewegt schon. Pass auf! Ich sag schon Artillerie. Wobei war das Artillerie? Ich hab keine Ahnung. Ich hab gerade gesagt, noch pass auf, aber. ja, gut, ich guck dir einfach mal zu. Jetzt, falls du mir zuguckst, guck ich dir mal zu. Und wo ist er denn hier? Da ist es, die Technik Lady. Zieh mich mal zurück hier. Wer kommt? Mit ihrer. Mit ihrem grünen Bus. Aber ich hab definitiv Schaden gemacht, das hab ich gesehen. Ich glaube, ich war mit so 89, glaube ich. Keine Ahnung, auf jeden Fall sieht sehr gut aus, weil wenn du dich jetzt versteckst. Vielleicht bleibst du einfach mal in der Gasse hier drin, wobei, warte mal. Von links kann keiner kommen, da steht einer, von hinten könnte auch keiner kommen, von vorne. Sind noch zwei hier, links rechts 30, einer. Ja. So, die kommen jetzt, aber die sind schwer gepanzert, das heißt, du bist da im Nachteil. Du hast einen mittleren Panzer, glaube ich. Ja, da wurde eben stand, das, wo ich zerstört war. Okay, die sind tot. Der. Wobei, warte mal, General Cry macht ihn gerade. Irgendwie. Ich kann nur von der Seite kommen, ein bisschen helfen, aber ich. Nee, ich mach's nicht, nein. Ich würde ihn gerade zu. Was hat der eigentlich für ein Ding da vorne drauf? Okay, irgendeine Artillerie oder sowas, keine Ahnung, was das sein soll. Oder eine 1%. Ich weiß nicht, soll ich mich fragen? Kannst du da vorfahren? Der General steht ja hier vorne. Pass auf, da kommt einer, pass auf, bleib stehen. Der sieht den General gleich. Ist ein. Oh, fuck, daneben. Schieß! Komm. Fahr zurück, der schießt erst auf dich, glaube ich. Oh mein Gott, nein! Der schießt erst auf dich, glaube ich. Da ist noch einer, pass auf. Schieß! Zurück! Ist abgeprallt. Abgeprallt. Schade, Schokolade. Okay. Wer lebt denn hier noch? Warte mal. Wer ist denn so in der Nähe hier? Warte mal. Ach, hier, der T-34. Ja, es sieht nicht gut aus. Also er muss wirklich den Okay, der eine ist weg. Jetzt haben wir noch einen T-150 da stehen, weil ich das erkennen kann. Ich muss die rote Farbe ändern, also das stört mich total. Ich glaube, ich bin farbenblind. Männer haben eh eine grün-rot-Schwäche, rot-grün-Schwäche. Also ja, schön, dass das Spiel rot raus. Und grün bietet.
Das freut doch das Männerherz. So, wer sind hinten noch? Da hinten noch so Gange hier, warte mal. Okay, der A43 kommt jetzt um die Ecke. Der ist ja flink, der. Alter, das ist Wahnsinn. Oh shit. Selbstmordkommando. What? Wenn wir jetzt ihn treffen können. Lol. Oh, Glück gehabt. So einen Panzer möchte ich auch mal haben, ja? So flink. Was haben wir denn noch hier? Einen haben wir ja noch. Okay, da schießt schon der T-150 wieder drauf. Auch schon, sieht auch so ein bisschen aus wie der KV-2, ne? Der T-150. Ich weiß nicht, ob du den gerade siehst. Ich guck gerade, der relativ fit in A-43 ist voll schnell, ey. Ich guck gerade den zu, der gerade bei der Flagge drin steht. Nee, da bin ich gerade nicht. Jetzt bin ich da. Was ein Teil. Das sieht aus wie unser KV-2, glaube ich. Oh, wir haben gewonnen. Wahnsinn. Ey. Ja, so schnell kann es gehen. Alle 13 schiffen uns, aber naja. Guck mal, wie viele Punkte hast du bekommen? 765. 765 war es ein bisschen mehr bekommen als ich. Ich habe nur 510 Erfahrungspunkte. Aber wir haben schon wieder irgendwie Erfahrung dreimal für den ersten Tagessieg bekommen, oder? Ja. Warum? Oder geht, warum? Oder geht das pro Panzer? Nee, pro Panzer. Ach so. Pro Panzer immer. Ach so, ja, dann freut sich natürlich meine Crew jetzt hier mit dem der Schnellausbildung, die ich angemacht habe, dass sie hier ein bisschen schneller gelevelt werden. Aber gut, Freunde, das soll es gewesen sein für die heutige Folge von World of Tanks mit der Tier 4 Klasse. Nächste Woche werden wir uns dann mit der T 5 Klasse vergnügen. Das wäre dann in unserem Fall der, lass mich den KV-1 oder KV-1S. Müssen wir gucken, wen wir uns dann KV-1. Da finden. Ja, wir werden auf jeden Fall wahrscheinlich beide nutzen, aber denke mal, die erste Folge, die nächste Woche kommt, wird wahrscheinlich der KV-1 sein. Ja, ansonsten, wenn euch das Ganze gefallen hat und ihr mehr sehen wollt, auf jeden Fall Kommentare lassen und ein Däumchen nach oben, würden wir uns sehr freuen. Und ansonsten wünsche ich euch noch eine angenehme Woche und wir sehen uns dann nächste Woche wieder zu einer neuen Folge von World of Tanks. Bis bald. Tschüss. Tschüss.